Hades 2, lohnt sich das? Das Spiel ist jetzt im Early Access, wir schauen da mal gemeinsam rein. Bleibt dafür auf jeden Fall am Start. Moin, mein Name ist Fupp. Für die, die mich nicht kennen, ich bin hier auf dem Kanal Schaffens Co-Moderator. Ich helfe ihm bei der Videoproduktion. Hades 2 habe jetzt ich mal ein bisschen angedaddelt und ja, ich kann euch kurz vorweg schon mal verraten, ich bin sehr angetan. Warum? Das erzähle ich euch jetzt. Wir gehen auf mehrere Punkte ein. Was ist anders zu Hades 1? Was ist gleich geblieben? Was sind Stärken des Spiels? Was sind potenzielle Schwächen? Äh, auch hier der, der Hinweis, natürlich wird es minimale Spoiler geben, weil ich einfach über das Spiel ein bisschen was erzähle. Ich werde aber nichts aus, außerhalb der ersten 1-2 Stunden auf dem Screen zeigen. Die Story werde ich auch nicht groß spoilern und ja, wirklich nur das Nötigste sagen. Bosse zeige ich auch nicht und von den Gebieten nur aus dem ersten Akt. So, was war eigentlich Hades 1? Für die, die es nicht kennen, es ist so ein klassisch, klassisches Roguelike, beziehungsweise Roguelite. Also immer, wenn wir sterben, müssen wir von vorne wieder anfangen. Der Unterschied von Rogue Likes zu Rogue Lights ist, dass wir bei Lights Verbesserungen kaufen können, die uns die nächsten Run dann leichter machen. Hades 1 ist am 17. September 2020 released worden, nachdem es im Dezember 2018 einen frühen Start im Early Access hatte. Also ähnlich wie jetzt Hades 2 es das Spiel auch schon vorher und es hat sehr gut funktioniert. Deswegen kann man jetzt auch schon so ein bisschen vertrauen geben in Hades 2. Außerdem hat 2021 Hades 1 den BAFTA Game of the Year Award abgeräumt. Auch noch viele, viele, viele andere Awards waren da dabei. Ein richtig gutes Spiel, sehr ungewöhnlich für Roguelikes. Und ob Hades 2 da jetzt anknüpfen kann an den Erfolg, das schauen wir uns mal an. Und dafür gucken wir zuerst auf, was ist anders und was ist gleich geblieben. Zum grundsätzlichen Gameplay Loop kann man sagen, das ist gleich geblieben. Es ist mehr von Hades 1 mit 1, 2 mehr Mechanics und ja ein bisschen ausgefeilterem Gameplay, würde ich sagen. Der Artstil komplett gleich, aber auch wenig überraschend, weil der ist phänomenal gut. Das war schon eines der größten Stärken im ersten Spiel. Das ist einfach so unglaublich gut aussieht. Das hat einen eigenen Stil, der vorher, ja, nicht wirklich überbenutzt war in anderen Spielen und da hat man sich einfach zu entschieden, das beizubehalten. Die einzig richtige Entscheidung meiner Meinung nach richtig gut. Der Kampf, ja, überschneidet sich, wie gesagt, auch sehr. Man hat jetzt einen anderen Charakter, den man spielt und ein, zwei Grundfähigkeiten wurden schon geändert. Das grundsätzliche Gameplay ist komplett gleich, aber sobald man so die ersten zwei, drei Stunden drin hat, merkt man, dass es schon ja, sich ein bisschen anders anfühlt. Wir können zum Beispiel jetzt unsere Spezial äh, Spezialattacken und normalen Attacken aufwerten, dass die, wenn wir sie gedrückt halten, äh, besonders stark sind. Das kostet uns Mana. Mana gab es nämlich vorher im Spiel nicht. Das ist eine der Neuerungen Und wir können einen Bannkreis jetzt auf den Boden legen. Das ist die dritte Attacke oder defensive Attacke. <laughs> defensive Attacke, auch gut. <laughs> ähm, ja, genau. Das war vorher auch nicht in, 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 in Hades. Das kommt dann noch dazu. Und wenn wir jetzt, nachdem wir einmal ausgewichen sind und gedasht sind, den Knopf dafür gedrückt halten, dann sprinten wir. Man kann sich jetzt also schneller übers Schlachtfeld bewegen, ob man nun zwischen den Gebieten her, hin und her rennt und da einfach ein bisschen fixer unterwegs sein will oder das tatsächlich zum Ausweichen nutzt. Da gibt es verschiedene Anwendungsmöglichkeiten. Ja, das mit dem Mana könnte vielleicht nicht jedem gefallen. Aber als man das nicht mag, kann man während des Spiels schon so ein bisschen drumherum bauen, dass man es nicht richtig super aktiv benutzen muss. Klar gibt es sehr starke Builds, die da drum äh, aufgebaut sind. Und viele, meiner Meinung nach, oder mit denen ich erfolgreich bis jetzt war, waren auch Mana-intensiv. Aber es gibt zum Beispiel auch Fähigkeiten, wo man dann sagt, okay, ich opfer jetzt ganz viel Mana und setzt das dann eh nicht mehr ein oder es wird quasi reserviert und man kriegt einen Boni dafür. und Grundsätzlich ist es gut implementiert, würde ich sagen. Also es ist nicht so, oh, ich muss die ganze Zeit auf mein Mann warten und kann nichts einsetzen. Das ist eher so, okay, ich habe ein, zwei Spezialattacken, die ich dann gut einsetze in wichtigen Momenten und danach dann normal in Anführungszeichen weiterkämpfe. Ja, Story, natürlich ist es eine andere Story, aber im Endeffekt auch ähnlich wie zum Vorgänger. Es baut auf jeden Fall auch aufeinander auf. Da kann man sich drauf freuen. Ich werde nicht so viel mehr sagen. Das Einzige, was ich sagen werde, ist, es gibt einen neuen, in Anführungszeichen, Bösewicht. Im ersten Teil <laughs> war das dann ja irgendwann gar nicht mehr so eindeutig. Das ist in diesem Fall Kronos. Das ist der einzige Story-Spoiler, den ich geben werde. Aber ich glaube, das wird eben auch schon direkt am Anfang gesagt. Insofern halb so wild. Da lasse ich dann jetzt aber jeden selber eintauchen. Ist der Gameplay-Flow gut? Kurz und knapp, ja man hat wie im ersten Teil immer Bock weiterzuspielen immer wenn ein Gebiet abgeschlossen ist oder man einen Run fertig hat denke ich oh cool jetzt in den nächsten ich habe mir zwei drei Upgrades gekauft die möchte ich unbedingt ausprobieren mit der nächsten Waffe möchte ich jetzt unbedingt nochmal ein anderes Bild probieren oder hatte mit dem letzten Bild Spaß habe es aber nicht so weit geschafft wie ich wollte und will weiterkommen das ist sofort vorhanden äh, <laughs> es saugt einen wieder richtig rein ist natürlich ein Zeitfresser dadurch aber ja mir hat es sehr sehr viel Spaß gemacht wie viel ist denn im Spiel vorhanden das Spiel ist ja im Early Access da Kriegt man mittlerweile ja eher so ein Warnungsausrufezeichen über dem Kopf, so, oh, oh, andere Spiele machen das nicht gut. Hat es eins, hat es eins, hatte das gut gemacht, ist das jetzt auch der Fall? Auch hier, ja, es ist der Fall, dass es gut ist. Das ist. Bis jetzt, glaube ich, habe ich keinen einzigen neg negativen Punkt aufgezählt. Und das ist einfach, weil es ein richtig solides Stil ist. Es ist sehr viel Content drin. Bis jetzt, ich glaube, ich habe so 15, 16 Stunden mehr, konnte ich noch nicht reinstecken. Äh, würde ich sagen, dass es sogar schon die Release-Version von Hades 1 übersteigt von dem Content, was drin ist. Und es wird noch mehr kommen. Hier blende ich euch gerade ein, ein... Ja, Bildschirm, der kommt, wenn man den Boss besiegt hat, den Endboss, wo einem dann gesagt wird: Hey, es gibt bald noch mehr Content, bleibt dafür auf jeden Fall drin. Und das noch zusätzlich zu dem Ganzen, was jetzt schon drin ist. Es wurde eh gesagt, dass sie in Updates für die Zukunft investieren wollen, dass da grundsätzlich eh noch mehr kommt. Und jetzt in der Version, wie gesagt, hat man schon. Genauso viel, wenn nicht sogar mehr, als in Hades 1. Da kann man rein von der ja, Fülle des Spiels sagen, lohnt sich auf jeden Fall. Noch ein kurzer Hinweis, was ist zusätzlich drin? Es gibt verschiedene Ressourcen, die wir jetzt sammeln können. Da müssen wir zum Beispiel graben oder mit einer Spitzhacke was abbauen. Neben dem Fischen, was ja auch schon im ersten Spiel war. Wir können Seelen farmen. Die Händler wurden ein bisschen anders angepasst, dass wir da mehr hin und her tauschen können und uns Lieferungen holen können. Es gibt eins, zwei mehr Interaktionen von Begleitern, die wir haben. Wir können Pflanzen anpflanzen. Wir können Tränke brauen und wieder unser Gebiet aufwerten. Und was wir auch machen können, ist das neue Skillsystem gut nutzen. Und zwar zeige ich das jetzt einmal hier im Hintergrund. Wir haben Karten, die wir aktivieren können. Das ist wie beim, ich glaube, Spiegel der Nacht oder so hieß der im ersten Teil. Die Buffs, die wir kriegen, zum Beispiel, dass wir einmal dem Tod widerstehen können und dann wiederbelebt werden. Das kostet Wissenspunkte. Die können wir steigern, indem wir eine Ressource grinden und das dann aufwerten. Haben wir das aufgewertet, können wir mehr Karten benutzen. Karten selber müssen wir mit wiederum einer anderen Ressource freischalten und können diese Karten dann auch verbessern. Das finde ich bis jetzt sehr sehr attraktiv, wenn man sich so ein bisschen für ein Bild entscheiden kann, worauf man Lust hat, wenn man noch nicht so viel freigeschaltet hat. Das ermöglicht individuelle Spielstile und das finde ich grundsätzlich sehr schick. Wenn wir gerade hier sind, kann ich euch schon auch schon mal ein, zwei Waffen zeigen. Wir haben hier gerade eine schwere Axt ausgerüstet, die langsame dicke Schläge macht. Wenn ich es auflade, mache ich so ein bisschen Wirbelwindmäßig Action, das gibt Gefällt mir persönlich extrem gut. Ich spiele ja sehr gerne den Wirbelwind-Baba in Diablo-Spielen generell. Die Spezialattacke ist ein Block und dann werfen wir was nach vorne. Auch nett. Hier nochmal kurz der Bannkreis gezeigt. Genau. Wir haben eine kleine schnelle Waffe. Zack, zack, zack. Die Starterwaffe, die vielleicht viele von euch schon gesehen haben, ist eine Art ja, Zauber-Hybridstab. Wir... Ja auf mittlerer Distanz gut angreifen kann und auch mittelschnell ist, also so ein Allrounder. Wir haben Zauberstäbe, die Projektile werfen und anscheinend gibt es auch noch später mehr Waffen hier, die ich noch nicht freigeschaltet habe, weil hier sind ja noch zwei mehr Punkte. Ja, hier unten auch die verschiedenen Werkzeuge. Wir kennen es auch. Aus dem ersten Teil die Talismänner oder die Anhänger, die wir haben. Ich habe hier einen Froschbegleiter, der hilft mir beim Kampf. Ja, und hier seht ihr auch nochmal kurz meine Blumenbeete. Hier oben will jemand mit mir reden. Auch das kennen wir schon aus den anderen Teilen oder aus dem anderen Teil vielmehr. Da also auch wieder viele Überschneidungen, aber das ist nicht schlimm, weil das andere Spiel eben so gut war. Eine Sache, die ich noch positiv hervorheben möchte, ist, ähm, ich glaube, ich habe einen neuen. All-Time-Favorite von Ingame-Musik gefunden von allen Spielen, die ich jemals gespielt habe. Beim zweiten Boss die Musik, die ist sowohl thematisch als auch ähm, in der Umsetzung so gnadenlos gut. Ist ja. Da würde ich euch dann aber sagen, guckt euch das selber an, wenn ihr da seid. Wenn ihr es unbedingt wissen wollt, vorher schon, dann könnt ihr ja mal ein bisschen googeln. Wird vielleicht auch nicht jedermanns Sache sein, aber mir persönlich hat das unglaublich gut gefallen. So, jetzt habe ich eigentlich nur Positives gesagt und ich habe jetzt gerade kurz überlegt, hey, was könnte ich denn Negatives sagen? Und ja, bis jetzt fällt mir da nicht wirklich was ein. Das Einzige, was sein könnte, ist, dass einem der Gameplay-Flow, Gameplay-Flow wollte ich sagen, vom ersten Teil besser gefällt als vom zweiten. Dadurch, dass es Mana gibt... Kann es sich manchmal so anfühlen, dass man ein bisschen ja, eingeschränkt ist in dem, was man tun möchte? Das war im ersten Teil gar nicht der Fall. Da konntest du Spam, 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 Spam. Da sehe ich die Gefahr, dass das dem einen oder anderen nicht gefallen könnte. Aber außerhalb davon echt null Kritikpunkte. Und das würde mich dann auch schon zum Fazit bringen: äh, Wer wird das Spiel mögen? Wer sollte sich das Spiel kaufen? Wer sollte die Finger davon lassen? Es ist gnadenlos gut. Für die 30 Euro, die es kostet, ist es ein sehr, sehr angemessener Preis, finde ich. Und kriegt auch jetzt schon genug Content und in Zukunft Updates. Ich habe keinen einzigen Bug gehabt. Sprich, man ist da auch nicht wirklich so eingeschränkt, dass man sich irgendwie wie ein Tester fühlt. Es ist einfach, ja, gefühlt schon ein fertiges Spiel, was einfach in Zukunft noch mehr Inhalte bekommt. Und daher, wer sollte sich das kaufen? Alle, die Roguelikes mögen, Pflichtkauf, absolut. Alle, die ja, das gerne mal ausprobieren wollen, das ist ein guter Teil, um... Damit vielleicht ein bisschen warm zu werden. Vielleicht auch einfach den ersten Teil kaufen. Der ist bestimmt gerade im Angebot irgendwo. Der ist nämlich auch gnadenlos gut. Und da kann man dann mal ein bisschen reinschnuppern. Ist einfach ein bisschen günstiger dann. Und dann kann man vielleicht später das volle Hades 2 Spiel dann kaufen. Wer sollte es noch kaufen? Ja, alle, die einfach gerade ein bisschen Zeit und Lust haben da ein bisschen reinzudaddeln, wenn man gerade kein anderes Spiel hat. Das ist ein Spiel, was man gut mitnehmen kann und wenn man dann ein Hauptspiel oder so zum Beispiel weiterspielt, dann kann man mit Hades 2 irgendwann später weitermachen. Ähm, wer sollte es sich nicht kaufen? Leute, die dazu neigen, äh, wenn sie Spiele im Early Access spielen, das Spiel nicht mehr zu spielen, wenn es dann komplett rauskommt. Das wäre dann ein bisschen zu schade. Da kommt bestimmt noch richtig viel netter Content. Das sollte man auf gar keinen Fall verpassen. So, jetzt habe ich viel geredet und würde mich aber auch interessieren, falls ihr das Spiel schon selber gespielt habt, was euch gut und vielleicht auch nicht gut gefallen hat. Habe ich da vielleicht was übersehen, was eine Schwäche von dem Spiel ist? Das gerne in die Kommentare und mir mitteilen. Für die, die es noch nicht gekauft haben oder gespielt haben, werdet ihr es euch zulegen, wartet ihr, bis es dann voll released ist. Das wird noch ein Minimum Jahr dauern, so wie ich das mitbekommen habe. Das würde mich richtig interessieren. Bleibt gern mit einem Abo auch da, wenn ihr Bock auf mehr Videos wie diese habt und generell auch zu Open World spielen. Die macht nämlich Stefan sehr viel. Gerne könnt ihr auch auf die Videos, die hier irgendwie um mich umfliegen klicken, das sind aktuelle Videos oder auch für euch vorgeschlagene Videos und dann bleibt mir jetzt einfach nur noch zu sagen, vielen Dank fürs zugucken. Bis zum nächsten Mal. Ciao Kakao. Euer Fupp.